So, Harry meldet sich heute zur Realität und habe lange überlegen müssen, wo geht's hin, wo ist wenig Wind, und da ist mir dieser wunderschöne Ort hier eingefallen, Vital Suites in der Avenida Gran Canaria hier in Playa de Ingles, mit direktem Zugang auf oder Blick auf den Golfplatz, auf Maspalomas Meloneras, und es war eine gute Wahl, denn wenn man hier runter zu den Dünen schaut, dann sieht man, da weht richtig der Wind und der Sand, und das ist mit Sicherheit nicht gesund. Und da kommen wir auch schon zum Thema. Ja, fangen wir mit den Nachrichten an. Und zwar heißt es, neueste Untersuchungen haben festgestellt, es gibt nukleare Partikel im Kalima. Das heißt, da wurden Partikel von 1960 noch hergestellt oder festgestellt, nicht hergestellt. So, das war eine Nachricht. Dann härtere Maßnahmen für Ostern. Aber Grenzschließungen für die Kanarischen Inseln kommen nicht in Frage, nicht wahrscheinlich. Dann gibt es 263 Kreuzfahrtschiffe sind geplant bis August. Die neuen Zahlen werden am Donnerstag vorgestellt. Es wird also über neue Statusmeldungen, Mitteilungen für die Kanaren sehnsüchtig gewartet. Dann gab es eine sexuelle Belästigung in Puerto Rico. Das kann man nachlesen im Bericht. Ich lege überall natürlich die Quelle mit bei. So, und dann noch ein paar lokale Nachrichten, die ganz nicht ganz so wichtig sind. Und wir gehen ganz einfach hier, also wunderbar. Die Terrasse ist bis 21.30 Uhr offen. Ab 22 Uhr müssen dann die Gäste gehen. Also hier kann man frühstücken, Mittagessen, Abendbrot essen. Und ich habe schon mal für einen Bekannten gefragt, der hier Geburtstag feiern möchte. Also das geht. Tische natürlich separat für die Personen. Also immer Vierertische, ganz klar. Aber das ist doch hier mal richtig ein schöner Ort, wo man richtig gut auch verweilen kann. Eine wunderbare Aussicht. Also wer noch nicht hier war, der sollte sich das auf jeden Fall einmal ansehen. Vital Suites, ich habe schon mal drüber berichtet. Denn gerade wenn der Wind weht, und das ist ja in der letzten Zeit doch häufig, dann geht es hier wunderbar zu sitzen. Und tja, schaut euch den Ausblick an. Und jetzt kommen wir auch zu den Fragen, die so aufgetaucht sind. Ja, wo es hingeht, das verrate ich euch natürlich jetzt kurz in Kürze, das ist ganz klar. Dann war auch mit dem Wind und dem Sand, also bis zum Rio Palas auf dieser Seite, da geht es einigermaßen. Da ist es zwar windig, aber da fliegt weniger Sand. Ab dem Rio Palas Richtung Playa de Ingles, da fliegt also richtig der Sand. Und da muss man dann schon alles zumachen. Sonst hat man den Sand natürlich in der Wohnung. So, hier nochmal der Blick. Hier das Restaurant, das ist auch verglast. Da ist es also auch mit Plastikfolien zu, wenn es sehr windig ist. Aber schöner kann man doch eigentlich gar nicht sitzen. Und wenn man nur ein Bier trinkt oder einen Kaffee oder sonst irgendwas. Also, die erste Adresse hier. Ja, also heute unten am Wasser keine Chance ohne ein externes Mikro. Ist es heute gekommen? Ja, ich habe es gekriegt, aber noch nicht ausgepackt. Ja, auch wenn man hier mal wohnt, hier hat man seinen Tisch, hier kann man draußen das Leben genießen mit der Liege hier und der wunderbare Blick. So, ich gehe mal ein bisschen wieder nach oben.
So, und wir schauen mal noch mal in die andere Richtung. Schauen ein bisschen den Sportlern hier unten beim Spiel zu. Ja, und mit diesen Aufnahmen verabschiede ich mich dann auch für heute und zeige nochmal, wie schön doch dieses Hotel gelegen ist. El Cielo Restaurant Terrasse Sunset Bar. Also passender geht es nicht. So, ich verabschiede mich und sage bis morgen zum Wettervideo. Und wer nicht möchte, dann eben Harry unterwegs oder zur nächsten Realität.